Gerade hat der Kunststoff seinen 100. Geburtstag gefeiert. Seit einigen Jahren wissen wir, dass Kunststoff auch Strom leiten kann. Daraus entstand ein völlig neues Anwendungsfeld, die organische Elektronik. Bereits seit 1976 produziert Deutschland mehr Kunststoff als Roheisen. Kunststoffe sind die verbreitetsten Materialien der Welt. In den verschiedensten Formen haben sie zahlreiche Fortschritte ermöglicht. Neueste Entwicklungen wie OLED, organische lichtemittierende Dioden, wären ohne Kunststoffe in ihrer heutigen Form eine Vision geblieben. OLED sind die Displays und Leuchtmittel der kommenden Generation. Sie sind kostengünstig zu produzieren und wandeln mehr als 70% ihrer Energie in Licht um, das sie über die gesamte Leuchtfläche abgeben. Und die Entwicklung geht weiter. Schon entsteht in den Laboren die nächste Generation von elektronischen Anwendungen auf Kunststoffbasis. Solarzellen. Die neuen organischen Solarzellen haben das Potenzial, die Energieerzeugung der Welt zu revolutionieren. Erste Anwendungen werden hier im mobilen Bereich liegen, zum Beispiel in vollen, transparenten Autodächern, aber auch in eventuell Handyladegeräten. Nachgelagert etwa in 7 bis 8 Jahren sehen wir die Markteintrittsmöglichkeit in gebäudebezogenen Anwendungen, das heißt Bautechnik, Energie, Haustechnik. Ein Blick in die Zukunft. Anja liebt ihre Unabhängigkeit. Gerade hat sie sich ein neues Stück Unabhängigkeit im Internet bestellt. Das Paket mit organischen Solarzellen eröffnet ihr die wohl innovativste Form der Energieerzeugung. Strom produzieren mit Kunststoff. Damit wird das Wohnhaus vom Stromkonsumenten zum Stromproduzenten. Sinnvoll angebracht sind die neuen Zellen überall, wo die Sonne hinscheint. In Deutschland schenkt uns die Sonne im Durchschnitt jedes Jahr pro Quadratmeter so viel Energie, wie in 100 Litern Öl stecken. Der Wirkungsgrad von heute 5% wird in Zukunft steigen. Zurzeit sind mit organischen Solarzellen etwa 50 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter möglich. Schon 4x4 Meter, etwa eine große Markise, erzeugen genügend Strom, um einen der größten Energiefresser im Haus, den Kühlschrank, zu betreiben. Noch erproben die Forscher die Verfahren auf Glasbasis und es sind nicht alle Schichten durchsichtig. Materialien, Fertigungsverfahren und Produkte müssen parallel entwickelt werden. Die fertigen organischen Solarzellen werden transparent sein und sind dann so einfach in Verbundglas einzuarbeiten wie heute Sicherheitsfolien. Ein Durchbruch. Allein der Main Tower in Frankfurt mit seinen 2550 Fenstern könnte pro Jahr etwa 400 Megawattstunden Strom genau dann produzieren, wenn sie benötigt werden, und zwar direkt vor Ort. Verluste durch lange Leitungen gibt es dabei nicht. Eine Stadt mit vielen Hochhäusern machen die organischen Zellen zum innerstädtischen Solarkraftwerk. Mit dem heutigen Wirkungsgrad von noch 5% sind die organischen Energiewunder ihren Vorgängern aus Silizium noch unterlegen. Das gleichen sie aber mit anderen Vorteilen mehr als aus. Wir können die Kosten für die organischen Solarzellen auf Werte drücken, die deutlich unterhalb dessen liegen, was man mit Silizium erreichen kann. Dort wird typischerweise von etwa 1 Euro pro Watt gesprochen und wir hoffen auf unter 0,5 oder noch deutlich darunter sogar zu kommen. Das liegt daran, dass die Materialien sehr preisgünstig sind, die Substrate preisgünstig, dass man bei Raumtemperatur mit effizienten Beschichtungsverfahren wie Drucken oder Bedampfen arbeitet. Da die fertig entwickelten organischen Solarzellen komplett aus Kunststoffen bestehen, sind sie einfach mit einer voll kontinuierlichen Produktionsstraße herstellbar. Aufwendige Vorbereitungen wie bei Siliziumzellen entfallen. Die hauchdünnen Plastikschichten, die Elektronen freisetzen und aufnehmen, können flexibel sein und eröffnen neue Möglichkeiten und Anwendungen. Strom gibt es dann wirklich überall zum günstigen Sonnentarif, dank kostengünstiger Basistechnologie. Die Forscher planen bereits weiter in die Zukunft. Durch die Kombination organischer Leuchtdioden und Solarzellen entsteht eine Multifunktionsfolie, die Strom produzieren und Licht in jeder Farbe abgeben kann.
Doch auch hier sind die Möglichkeiten der organischen Elektronik noch nicht ausgeschöpft. Teilt man die Leuchtfläche in winzige Zellen auf, entsteht Pixel für Pixel ein Fernseher. Die Grundlagen dafür sind bereits in der Entwicklung. Produkte der organischen Elektronik wie Solarzellen und Leuchtdioden nehmen in Zukunft eine Schlüsselrolle bei Energieerzeugung und Klimaschutz ein. Keine Technologie wandelt schräg einfallendes oder diffuses Licht besser in Strom um als die dünnen Kraftwerke auf Kunststoffbasis, ideal für Städte weltweit. Überall auf der Welt kann man dann freie Flächen und Fenster mit solarer Spitzentechnologie aus Deutschland bestücken und den Strom direkt da erzeugen, wo er auch verbraucht wird. So, mittlerweile ist ein Gast aus Dresden zu uns gekommen. Das ist Dr. Moritz Riede. Er ist in der angewandten Fotophysik bei dem Professor Leo, der eben im Bild war. Und Professor Leo findet man an vielen Stellen, dass er sehr viel geleistet hat in puncto organische Solarzellen. Wie viel Fiktion war dann in diesem Film? Also diese Fensterscheiben, die mein Haus beheizen, das Fernsehgerät, was da in der Scheibe drin war, ist das alles Fiktion? Ich würde es als Vision bezeichnen. Also es ist durchaus denkbar. Zum Schluss haben wir einen Fernseher gesehen, der basiert auf OLEDs. Mhm. Die sind transparent herstellbar. Und in dem Bereich muss aber noch sehr viel gemacht werden in der Ansteuerungselektronik. Weil jeder einzelne Pixel in dem Fernseher muss einzeln angesteuert werden. Und dazu sind noch die entsprechenden Schaltkreise notwendig. Aber wir haben bereits transparente OLEDs im Institut hergestellt und die funktionieren. Mhm. Und was macht denn jetzt die organische Solarzelle aus gegenüber den anderen Konkurrenten, die wir vorhin, die Silizium- und die Dünnfilmtechnik, was macht die organische jetzt aus? Also der Name sagt schon ein bisschen was, und zwar die organischen Solarzellen beruhen auf organischen Halbleitern. Das ist also kein klassischer Halbleiter, wenn man so will, wie Silizium, den man im Bereich Anorganik zählt, sondern die Nomenklatur organische Solarzellen ist der Chemie entliehen. Die Materialien basieren auf Kohlenstoff. Also Öl, weißt du? Öl ist sicherlich ein Grundstoff dafür, wobei auch alternative Quellen dafür denkbar sind, aus Holz zum Beispiel. Die nachwachsenden Rohstoffe sieht man ja auch im Treibstoffsektor inzwischen. Mhm. Wie sieht es mit den Wirkungsgraden aus im Vergleich zu normalen Siliziumzellen? Also bei Silizium geht man normalerweise bei Modulwirkungsgrad von 15-20% aus. Mhm. Die organischen Solarzellen sind im Augenblick noch niedriger. Im Labor erreicht man ungefähr 5%. Der höchste veröffentlichte Wirkungsgrad, das sind 6,5% von einer Gruppe aus Amerika. Aber Labor. Das sind Laborwirkungsgrade. Man muss dazu sagen, die Solarzellen sind noch nicht zu kaufen, aber es stehen einige Firmen in den Startlöchern, darunter auch ein Spin-off von dem Institut von Professor Leo, was jetzt in Dresden sich Ende letzten Jahres gegründet hat, um die organischen Solarzellen auf den Markt zu bringen. Wie wird das denn aussehen? So, verkauft man die in Quadratmeter? Durchaus möglich. Also die werden auf größeren Substraten hergestellt. Ziel ist Rolle-zu-Rolle-Prozess. Das ist so das Schlagwort, mit dem man einen hohen Durchsatz erreichen kann. Also die werden einfach aufgewickelt? Ja. Auf der Rolle? Genau. Also das, die Jalousie, die man zum Schluss gesehen hat, ist durchaus denkbar. Mhm. Wobei man auch gesehen hat, dass es andere Solarzellentechnologien inzwischen gibt, die flexibel herstellen. Kann man sich vorstellen, was da der Quadratmeter kostet? Eben haben wir gehört, 50 Euro. Also deutlich unter 50, also unter 50 Euro wird auf jeden Fall angestrebt pro Quadratmeter. Und das ist auch durchaus denkbar. Die Herstellungsprozesse, sind die schwierig? Schwieriger als bei siliziumbasierten Solarzellen? Der Vorteil ist, wir haben im Prinzip keine Hochtemperaturschritte, die zum Beispiel beim Silizium notwendig sind, um das ganze Material aufzureinigen. Es ist sehr energieintensiv bei Silizium. Es dauert, glaube ich, so um die 3 Jahre, bis die Energie, die ich reingesteckt habe, ins Silizium wieder rausgekommen ist. Genau, das ist so diese sogenannte Energy Payback Time. Bei den organischen? Ist das Ziel, deutlich niedriger zu sein, wobei man das auch immer im Hinblick auch auf die Lebensdauer der Solarzellen sehen muss. Silizium, 20 Jahre, garantierter Wirkungsgrad. Da hat man dann nach 3 Jahren die Energie, die reingesteckt ist, drin. Bei den organischen Solarzellen versucht man, also die Lebensdauertests sind vielversprechend, aber das ist natürlich noch ein Punkt, in dem viel gemacht werden muss. Im Moment weiß ich etwas von 5000 Stunden. Das ist
durchaus möglich. Und wir machen auch im Augenblick bei uns am Institut Versuche und die sehen vielversprechend aus. Dass man das aus diesem Anfangsstadium herausbekommt. Genau. Consumer Electronics, wenn man sich den einen möglichen Einstiegsbereich anschaut, wie lange hat man ein aktuelles elektronisches Gerät? Das sind 5 Jahre auf jeden Fall mehr als genug. Wenn man einmal auf ein Dach will von einem Haus, was dann doch mehr als 5 Jahre halten sollte, dann muss man sich mit Silizium messen. Gibt es dabei Rohstoffe, die schwer zu beschaffen sind, die teuer sind, die vielleicht, wo die Ressourcen nicht ausreichen werden? Es gibt einen Punkt, ein Material, was immer wieder angesprochen wird, das ist das sogenannte Indium, was man für die Fensterelektrode brauche im Rahmen von Indiumzinnoxid, wobei da auch aktiv an Alternativen geforscht wird. Der große Konkurrent beim Indium ist die Displayindustrie, die zum Beispiel mit dem Flachbildschirm... Die saugt alles ab, nehme ich an. Ne? Es ist ein sehr großer Markt. Was kostet denn da das Kilo? Im Augenblick, die letzten Zahlen, die ich in Erinnerung habe, ist das Kilogramm Indium kostet $700. Aha, die hätte man sich vorher kaufen sollen. Ne? Da war das unter 100, ne? Oder sowas. 2003 war ungefähr der Preis $100 pro Kilogramm. Herr Dr. Rieder, was mich da noch interessieren würde dabei, bei Silizium weiß ich, wenn es im Sommer richtig heiß ist, wenn die Sonne richtig brezelt und meine Solarzelle eigentlich richtig was bringen sollte, dann geht die Leistung zurück, weil durch die Temperatur, es wird ihr zu warm. Und wie sieht es denn dann bei Ihren Produkten aus? Haben die das gleiche Verhalten oder mögen die Wärme? Im Prinzip funktionieren sie besser bei Wärme, bis zu einem gewissen Grad. Natürlich, wenn man sie zu heiß macht, gehen sie kaputt. Aber in der Sonne und bei Erhitzung ist aufgrund des Transportmechanismus, der dominierende Transportmechanismus in den organischen Halbleitern, ist die Wärme vorteilhaft. Mhm. Und wenn jetzt ein Produkt rauskommt in Dresden, wann sagst du, nächstes Jahr? Es wird hart daran gearbeitet, aber nächstes Jahr wird es wahrscheinlich nicht werden. Heliatec, die Firma, also das Spin-off, strebt an, in 3-4 Jahren ein Produkt zu haben. Und wenn ich Ihnen 50 Euro mitgebe und dann schicken Sie mir die Folie als ersten zu? Darüber kann man nach der Sendung gerne mal diskutieren. 5000 Quadratmeter oder so. Er macht ja immer solche Sachen. Ich mache immer so Geschäfte. Ich habe den MP3-Erfindern, habe ich 20 D-Mark damals in die Hand gedrückt, weil ich so einen Chip haben wollte. Der Chip kam aber nie an, aber die 20 D-Mark haben wir ihm auch hinten wieder abgenommen. Das war die Ursache dafür. Eine andere Geschichte, wenn das alles so flach ist. OLEDs kann man im Grunde genommen schon drucken. Wie sieht es bei Ihren Solarzellen aus? Ist es denkbar, dass man die irgendwann auch aus dem Drucker einfach rauslaufen lässt? Also das Ziel bei den organischen Solarzellen ist, sie großflächig herzustellen. Und es gibt 2 Technologien, die vorstellbar sind. Das eine ist, das Ganze zu drucken. Da ist die Materialklasse halbleitende Polymere, dass man auf Druckverfahren wie Siebdruck oder Rakeln zurückgreift, was durchaus großflächig denkbar ist. Die Technologie, die wir in Dresden verfolgen, ist das Aufdampfen. Das heißt, wir verdampfen die Moleküle, bringen sie in Gasphase und scheiden sie dann auf dem Substrat ab. So ähnlich wie Wasser kondensiert an kalten Oberflächen. Und die Schichten... Bei Thermosublimationsdruckern haben wir das gleiche Verfahren. Genau. Und das Ziel ist, ein Druckverfahren zu machen, wobei wir nicht die Strukturauflösungen benötigen, wie zum Beispiel die Displayhersteller. Die OLED-Displayhersteller haben bei polymeren Displays auch schon Inkjet-gedruckte Demonstratoren mir gezeigt. Fällt eines auf. Sie reden von Drucken. Der Kollege, der vorher hier war, vom 3D-Druck. Wir haben in der Zwischenzeit noch was anderes erfunden. Und zwar einen Lebensmittel-3D-Drucker, ja, wo die Schnitzel so rauskommen. Und die Pommes, ja. Und die Pommes dazu. Ja. Alles gedruckt.